sind wir wieder. Vidalbergs. Unterwegs. Zu Hause. Ja. Aber erst vorübergehend. Genau, wir waren jetzt 4 Tage in Leverkusen, haben alte Freunde besucht, haben das Konzert vom Musiker Vokale vorbesucht. Genau. Das war sehr, sehr schön. Ja. Hat uns viel Spaß gemacht. War leider nur sehr kurz, der Aufenthalt. Wir sind auch 10 Minuten zu spät gekommen, weil wir mal wieder in eine Vollsperrung geraten sind. War ein bisschen schade. So, und jetzt sind wir auf dem Weg zum Villa-Treffen. Wohnmobil-Villa-Treffen. Genau, das haben wir noch nie mitgemacht. Bei Uwe Gante, Villa-Treffen, Oktoberfest. Wolfhagen. In Wolfhagen. Oktoberfest bei Uwe Gante 2019. Ich bin jetzt hier seit 2 Tagen beim Miller-Treffen, Oktoberfest. Ja, ist ganz schön was los hier. Satz sind wir auch geworden, hatten viele schöne Gespräche mit vielen anderen Wohnmobilisten. Netten Leuten. Ja, also hier treffen sich immer 3 Wohnmobile. Die jetzt hier gerade noch am Frühstücken sind. Ja, Miller, Bravia und Georgie Line. Die machen ja immer jedes Jahr zusammen bei Uwe Gante ein Oktoberfest. Da kommen alle zusammen und werden gut verpflegt, geköstigt. Macht schon Spaß. Wir haben das erste Mal mitgemacht. So, auf dem Weg zum Fahrtraining. Die Spannung steigt. Gibt's Probleme? Nö. Nö? Und? Was gut. Alles gut? Ich muss da rückwärts einparken. Oh, wow. So, wir sind auf der Heimfahrt vom Miller-Treffen, aber wir haben einen neuen Fahrer. Tada! Ja. Ich habe sie mal rangelassen. Ja, macht Spaß. Brems, da vorne sind Autos. Jetzt bremsen. Nee, ist ja schlimm, wenn man so einen Schiss anlegt. Ja, pass auf, du bist wirklich zu. Ich habe den Fuß auf der Bremse. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, das war der Beweis. Der Fuß war nicht auf der Bremse. Schweißausbrüche. Ja. Beate im Elbtunnel. Fahrend im Elbtunnel. Ja, klar. Ja. Man soll es kaum glauben, ne? Ja, aber. Ich bin total locker, tiefenentspannt. Ja. Na gut. Glauben wir es mal. Hallo zusammen. So, wir sind immer noch in Schleswig-Holstein. Heute ist der 10.10. und wir stehen kurz davor, jetzt weiterzufahren. Wir waren dann insgesamt jetzt 6 Wochen hier und haben alles geschafft, was wir schaffen wollten. Und jetzt wollen wir euch mal unseren Miller Montana von innen zeigen, weil wir wurden gefragt, ob wir das nicht mal tun könnten. Im Gegensatz zu vielen anderen großen Wohnmobilfirmen hat man immer so das Gefühl, dass man von Miller nicht so viel sieht, liegt vielleicht ein bisschen daran, dass Uwe Gante in Wolfhagen alleiniger Verkäufer ist in Deutschland. Aber wir möchten unseren Miller Montana heute mal vorstellen. Also was gibt es zu erzählen? Ich denke, in vielen Teilen ist er nicht anders als andere Wohnmobile. Also wir haben hier so ein Rückenteil, was uns natürlich in... Dann haben wir hier einen Gaswarner, wir haben eine Abwassertankheizung und natürlich die elektrische Stufe nach draußen, wie eigentlich bei allen Wohnmobilen, die man so kennt. Dann haben wir hier so einen kleineren Bordcomputer, der uns anzeigt, wie viel Frischwasser wir noch haben, wie voll der Abwassertank ist, was ein Teil der Batterien macht. Hier haben wir die Gaseinstellungen, das heißt, hier haben wir jetzt 22 Grad für die Heizung innen eingestellt. Das kann man dann
alles verändern, ebenso Warmwasser und so weiter. Das ist eigentlich alles so, wie es bekannt ist bei allen möglichen anderen Wohnmobilen auch. Ne? Ja. So, dann haben wir jetzt hier unseren Fernseher aufgehängt, noch ein paar Kopfhörer. Und jetzt, was ich doch tatsächlich auch aus voller Überzeugung empfehlen kann. Wir haben zwei Solarzellen auf dem Dach und haben uns von der Firma WCS aus Goch hier in dieses gute Teil einbauen lassen. Das heißt, wir kriegen jetzt zwei Lithium-Eisenphosphat-Batterien und da kann man dann immer gucken, was haben die drin. Im Moment sind sie beide bei 99% und sie laufen wie immer störungs- und fehlerfrei. Und dazu haben wir uns auch einen Booster einbauen lassen und wir haben einen Wechselrichter, sodass wir über alle Steckdosen dann hier, auch wenn wir nicht am Strom stehen, den normalen Strom, Landstrom, ähnlich wie Landstrom empfangen können und alle Geräte betreiben können, die wir betreiben wollen. So, das ist jetzt nur Ton, ne? Ja. Also sehr zu empfehlen. Firma WCS aus Goch, wir haben da... Die haben uns übrigens auch die Mobilade eingebaut. Die haben uns auch die Mobilade eingebaut, sehr nettes Familienunternehmen, empfehlenswert. Ja. Wir empfehlen die nicht, weil wir dafür irgendwelche Tantiemen kriegen oder Geld bekommen, sondern aus der Überzeugung heraus. Also einfach, wenn jemand sowas sich einbauen lassen möchte, ist er dort in der Firma gut aufgehoben. Dann haben wir hier natürlich auch die Anlage für... Sattfernsehen, da fährt dann die Antenne raus, man hört es vielleicht, man sieht es, weiß ich nicht, müsste jetzt gleich hier irgendwo erscheinen, da kommt sie, ja. Die sucht sich dann die Sender europaweit und ist auch sehr zuverlässig. Das Cockpit, wie man es bei Flugzeugen nennen würde, also das Cockpit. Eine Fiat-Maschine wie bei fast allen Wohnmobilen und ungefähr 150 PS, glaube ich. Wir fahren meistens mit 2 bis 3 Navigationssystemen. Das eine kommt dann noch an die Scheibe und da sind auch schon die Halterungen für die Go-Boxen, die verschiedenen. Wir haben inzwischen schon 4. Eine für Österreich, eine für Slowenien, Frankreich und Spanien. Ich glaube, Portugal ist aber da auch mit dabei. Ja, dann haben wir... eine Luftfederung. Dazu haben wir hier die Anzeigen über die Bar, über den Barstand und die kann ich mit dem Kompressor, den ich dabei habe, dann immer wieder mal aufladen. Aber das ist im Normalfall vielleicht alle 8 Wochen mal geringfügig nötig. Ansonsten verlieren die natürlich Gott sei Dank keine Luft, sind aber sehr gut, weil das Fahrverhalten dann doch ein anderes ist, wenn da die Hinterachse und noch ein bisschen Luft gefedert ist. Und wir haben hier aufgelastet. Und wir haben aufgelastet, deshalb auch die ganzen Go-Boxen, weil man das ja nur bei einem Auto über 3,5 Tonnen. Ja. Wolltest du hier noch gucken? Ach so. Dunkeln kann man das ganz schnell. Ja. Gibt hier Rollos vorne und auch an der Seite. Das ist schon... Ist schnell gemacht. Sehr schnell gemacht. Ja, und genauso natürlich andersrum. So, dann war vorher unser Fernseher hier oben drin, in diesem Fach. Und da haben wir aber ja jetzt Platz für unsere Laptops und so, Equipment, Foto-Equipment, was wir sonst so alles haben. Guck mal hier vorne vielleicht noch diesen HeoSafe. Wir haben ja eine Sicherung. Eine Sicherung hier, wo die... Wo nochmal solche Riegel verbaut sind. Und wir verwenden natürlich auch diese Kralle, Lenkradkralle. Also ganz so einfach wollen wir es den Einbrechern nicht machen. Natürlich ist klar, wenn einer reinkommen möchte in so ein Wohnmobil, dann hat er keine Probleme da reinzukommen. Das ist immer die Frage des Aufwands und damit schreckt man vielleicht doch den einen oder anderen ab. Hier haben wir die Küche. Haben wir hier einen Herd mit 3 Flammen. Gasherd natürlich. Kaffeemaschine, die wir jetzt natürlich auch benutzen können, weil wir ja Strom haben. Was zum Abwaschen. Auf was wir oft angesprochen werden von Menschen, die unser Wohnmobil hier mal von innen live sehen, das sind hier diese Metallplatten. Die haben wir uns mal im Baumarkt gekauft und das sind eigentlich Blumentöpfe. Die haben wir ein bisschen zweckentfremdet und unsere Küche damit
repariert. Und hier, das sind noch so Dosen. Ich glaube, die habe ich mal bei Ikea geholt. Oder hier solche so kleine Magnethaken. Da kann man was dranhängen. Also diese Platten sind eigentlich richtig klasse. Da drüben haben wir noch eins. Guck mal da. Da kann man also jeder Menge so Kleinkram verstauen, was immer wir haben so anfällt. Den Adventsstern, den wir zur Verabschiedung geschenkt bekommen haben, schon mal aufgehängt, auch wenn noch nicht Advent ist. Er leuchtet ja noch nicht, aber er wird dann, denke ich, in Spanien leuchten, wenn wir dann da sind. So, Stauraum. Ja, wir haben leider hier nur eine Schublade. Das finde ich ein bisschen schade, aber die neuen Autos, die haben also auch viel mehr Schubladen. Das ist halt bei dem hier noch nicht. Dann ist hier ein großes Fach. Und hier unten drunter ist unsere Heizung. Da kann man denken drüber, wie man will. Manche finden das doof, dass das in der Küche verbaut ist. Bei anderen habe ich gehört, da ist es unterm Bett verbaut. Das ist aber auch nicht viel besser. Und naja, ja, es ist okay. Wir haben ne? hier ein großes Fach, das bis hinten hingeht. Sonst essen wir im Winter mit Eiszapfen. Ja, an der Nase. Ist halt nur die Frage, wo man sowas immer hinbaut. Ne? Ja. So, hier, nee, wir sind noch nicht im Schlafzimmer. Nein, ach, sind ja, wir nicht. Hier wir oben haben wir noch mal ein bisschen Vorrat, verschiedene Sachen für die Küche. Dann haben wir hier einen Backofen. Ja, das ist Vorführeffekt, Backofen. Der ist voll mit allen möglichen Bratpfannen. Mit? Backpfannen? Eher mit Kuchen. Kuchenformen, ja. Kuchenformen, ja. Das Gefrierfach, was wir hier haben, ja. So, und der Kühlschrank, da ist auch Kühlschrank, schon ein bisschen, ist was schon ein bisschen was drin. Da oben? Ja, hier haben wir eine Lüftung, die in unserem Fall bessere Dienste leistet wie eine Klimaanlage, weil die Klimaanlage im Süden irgendwo auf Campingplätzen anzustellen oder auch nur freistehend geht es natürlich gar nicht, weil die saugt dann zu viel Strom. Aber auf den Campingplätzen fliegen da auch meistens die Sicherungen raus. Und da ist diese Lüftung eine gute Alternative. Mal rein ins Schlafgemach. Gemach, Gemach. Gemach, Gemach. Also das ist hier die Tür. Das Separé, wenn wir uns mal nicht leiden können wir die Türe zumachen. Dann sperre aber ich die Frau hier ein. So. Komm mal rein. So. Haben wir hier eine Dusche. Da ist unten ein Brett drin, das die Duschwände fixiert. Das nehmen wir dann natürlich raus und dann hält das hier mit einem Magneten. Oder ist ein Magnet, ne? Also wir haben schon öfters hier geduscht. Es ist alles gut machbar, genau. Ja, so. Auf der anderen Seite ist dann unsere Toilette und unsere. Hier ist so ein Rollo dran. Mhm. Da kann man verschiedene Meinungen drüber sein. Die neuen Miller haben richtig feste Türen, der aber noch nicht. Föhn und Waschbecken und Spiegel. Aber es reicht uns völlig aus. Ja. Der Stauraum da oben. Wunderbar. So, und für die, die schon drauf gewartet haben, hier ist der Ersatzfernseher, also der zweite Fernseher, mit dem man dann eben auch, wenn man möchte, nochmal ein zweites Programm empfangen kann, wenn die Meinungen auseinandergehen, was wir gucken wollen. Ja, mit einer Entscheidung, warum wir uns damals nach unserem Bürstner für unseren Miller entschieden haben, war das Bett. Wir hatten vorher ein französisches Bett, was immer sehr eng war und einer musste über den anderen drüber steigen. Und mit der großen Garage und dem großen Bett, was wir jetzt haben, das waren schon die zwei Hauptbedingungen oder Hauptsachen, warum wir uns für ein anderes Wohnmobil entschieden haben. Ja, das Bett hat dann also hier auch noch so ein paar Knopfoffs, also dieses Fach. Also hier ist ein Schuhfach, also wir benutzen es als Schuhfach. Schufa abgekürzt. Ja. Schufa, andere benutzen das auch als... Hast du den Mordsgag jetzt verstanden? Ja, Schufa. Ja, nee, gut, reicht. Aus. Okay. So, dann haben wir hier Kleiderschränke. Die sind... Die kann man dann hochklappen. Und Also ein bisschen hebe ich es mal an. Ich will es jetzt nicht ganz hochheben. Sind halt dann so Klamotten drin. Genau, und schön beleuchtet. Ja, und dasselbe haben wir dann natürlich auch auf der anderen Seite nochmal. Das heißt also, wir haben genügend Stauraum. Genau, hier ist noch musste jetzt nicht nochmal. Ja, gut, okay. Aber wir sind sehr zufrieden und, man kann es aushalten. Und ja. Ach so. Hier. Weißt du noch, was das ist? Ja, ich weiß es. Ja? Du auch? Das ist vom, ich weiß es auch noch. Von meinem Kindergartenchor. Genau, das Leverkusen-Abschiedsgeschenk. Und von der Uschi da hinten noch die beiden
beiden selbstgenähten, oder nicht von der Uschi, von ihrem Mann, ne? Ja, genau, der Mann von der Uschi. Der Heinz. Der Heinz hat die genäht, genau. Was für mich. Und die reisen immer mit. Genau, die reisen. Die reisen immer mit uns mit. Ja, schöne Grüße, ne? Ja. An die beiden. Ja. Und ja, an den Kindergartenchor, genau, wenn er denn noch existiert. Genau. Und ich mit meinem Genau immer, aber es geht mir so auf Keks. Ja, es wird schwierig, das Genau immer rauszuschneiden. Genau. Gut, ja. Ich habe die Toiletten geleert, wir haben ja zwei Toiletten. Ich möchte mal eine in Ersatz haben. Die sind jetzt ganz sauber. Jetzt wird das hier angeschlossen, so ein Absaugschlauch haben wir hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, sieht man. Sieht man, ja. Ja. Ein Schlauch hier, gut. Der sorgt dafür, dass die Dämpfe, die ja dabei entstehen, dann immer gleich mit weggenommen werden. Machst du die Deckel nochmal auf? Ja. Das ist der Strom. Klar. Wenn wir auf dem Campingplatz stehen, dann das inklusive ist. Ansonsten brauchen wir den Strom nicht. Das ist der Gasanschluss für einen Gasgrill, den wir noch dabei haben. Ja. Und hier hätten wir noch eine Steckdose, wenn wir draußen auf dem Campingtisch mit dem Laptop sitzen oder was weiß ich was, wofür wir Strom brauchen. Die, noch mal eine Sattanlage, auch eine Sattanlage, die ist aber hier für außen nicht angeschlossen. Endphase, es wird gepackt. Das ist die Mobilade. Genau, eins unserer Highlights in unserem Montana. Ja, da haben wir also jeweils zwei solche Boxen. Hier haben wir einen Gasgrill drin, noch einen kleinen Kompressor, Strom, alles Mögliche. Da oben drauf in der Ablage sind dann auch noch alle möglichen Sitzgelegenheiten, Markise oder sonstiger Kram. Also die ist schon cool, die Mobilade. Ja. Jetzt haben wir uns da oben drauf noch sowas drauf gebaut, weil das gehört natürlich nicht dazu. So. Und die Garage war übrigens der Grund, warum wir damals von unserem Bürstner, unter anderem der Grund, warum wir von unserem Bürstner auf den Montana umgestiegen sind, weil wir brauchen halt Platz. Und den haben wir jetzt. Dann kommt jetzt hier das Teil noch rein. Können wir noch Stützen ausfahren, hier unten. Mache ich jetzt mal nicht. Wenn du hier ganz tief gehst, siehst du die Stützen. Ja. Und da können die rausgedreht werden. Da habe ich auch noch zwei Brettchen. Die kommen da drunter. Die Sache für die Markise. Wir haben hier oben eine schöne breite Markise mit Beleuchtung und allem drum und dran. Besonders hervorheben müsst ihr den Besen, der ist neu. Der ist neu, genau. Den nehmen wir diesmal mit. Wir haben ja einen Staubsauger, deshalb haben wir einen kleinen Dreck zwischendurch. Genau. Klein, kompakt und leicht. Ja. Man kann die noch mehr zusammenbauen, aber das ist eigentlich eher ungünstig, weil die dann hin und her schuggern. So, packe ich mir die. Einmal. Mal gut abpolstern, damit nichts Schaden nimmt. Richtig. So, Nummer eins. Dann kommt der zweite hier noch rein. Eins hatte ich noch vergessen. Wir haben hier noch was Besonderes. Das ist eine Außendusche. Da kann man dann schon mal irgendwas abspülen oder auch sich selber auch mal duschen. Das geht schon im Sommer, wenn es sehr heiß ist. Also auch eine ganz angenehme Sache. Also auch was Schönes, dass wir dadurch, dass wir einen Wechselrichter haben und diese Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien haben wir auch die Möglichkeit, hier einen Staubsauger, der ist direkt eingebaut. Und da können wir dann die Sachen immer schön sauber halten. Ich zeige ihn mal hier. Also hier unten drin. Gut. Haben wir jetzt alles? Ja, ich denke, ich weiß es nicht.